Sie suchen den perfekten Terminplaner fürs nächste Jahr, der genau zu Ihnen passt und sind so ein bisschen überfordert von den vielen Varianten, die wir anbieten? In diesem Film kann ich Ihnen eine Hilfestellung bieten, wie Sie schnell mit wenigen Schritten zu Ihrem persönlichen Terminplaner kommen. Am Ende wird es ein Maßanzug, nichts von der Stange. Schritt Nummer 1. Das kleinste Format, was wir haben, ist das Format A7. Halb so groß wie eine Postkarte, dafür braucht man wirklich gute Augen und muss auch klein schreiben können. Dann ist es perfekt. Format A6, das Standardformat für die Brieftasche oder auch für die kleine Damenhandtasche. Prima für unterwegs, immer dabei zu haben. Das Format A5 ist unser Bestseller, unser meistverkauftes Format, noch ein bisschen über dem Format A6. Es ist sehr gut für den professionellen Einsatz im Office, im Büro, kann man dabei haben. Auch wenn man unterwegs ist, sitzt und man kann sehr bequem schreiben. Und dann gibt es noch ein besonderes Format, das haben nur wir, das Format A5 plus quer. Das ist ideal für den Schreibtisch. Unter der Tastatur liegend kann man perfekt schreiben, perfekt denken und perfekt tippen. Kommen wir zu Schritt Nummer 2. Es geht um den Kalender. Welchen Kalender hätten Sie gerne drin? Das ist ein zweistufiger Prozess. Zunächst einmal müssen Sie sich entscheiden, will ich einen Monatsplaner, einen Wochenkalender oder einen Tageskalender haben. Auch die Kombination ist ganz gut, zum Beispiel Monatsplaner und Wochenkalender. Und im zweiten Schritt entscheiden Sie sich dann, welchen Monatskalender Sie haben wollen. Da haben wir einmal einen Monatskalender als Heft am Röhrchen, einmal als Monatskalender Classic, der hat einen Monat auf zwei Seiten, Monatskalender Blog oder auch, das ist ganz interessant, ein Faltplaner. Wenn Sie also ganz wenig brauchen nur, dann ist ein Faltplaner immer eine gute Alternative, weil er sehr leicht ist und auch kein Röhrchen braucht. Der zweite Schritt ist dann, welche Art von Kalendarium für den Wochenkalender brauchen Sie? Da haben wir eine große, große Auswahl. Das gucken Sie sich am besten mal in Ruhe an und dann wissen Sie, ah, das bin ich gewohnt und dann können Sie sich entscheiden. Wenn Sie sich unsicher sind, dann starten Sie am besten mal mit unserem Bestseller, dem Wochenkalender Classic. Da haben Sie im oberen Teil eine Zeitleiste, wo Sie Termine notieren können und im unteren Teil die To-Dos, die in der Woche wirklich wichtig sind. Schritt Nummer 4. Welche Lineatur wollen Sie für Ihre Notizen? Ziemlich leichte Aufgabe für Sie. Wir haben kleinkariert, großkariert, liniert, blanko und gepunktet. Jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 5. Der ist schon ein bisschen aufwendiger. Je nachdem, für welche Kombination von Kalendarien und Lineaturen Sie sich entschieden haben, haben Sie jetzt 3, 4 oder sogar noch mehr Hefte. Und jetzt müssen Sie sich entscheiden, welcher Schnitt kommt für Sie in Frage. Da haben wir eine große Auswahl. Das ist in der Tat nicht so besonders einfach. Zum einen haben wir X47 traditionell, feintechnische Meisterleistung. So ein bisschen old school, aber richtig, richtig, richtig gut. Und auf der anderen Seite Stil, X47 Stil, das ist ein bisschen sportlicher. Beim Schritt Nummer 6 geht es um Ihren Geschmack. Welche Farbe hätten Sie gerne, welche Oberfläche, wie stabil soll das Ganze sein? Ist relativ schnell entschieden, glaube ich. Jetzt kommt Schritt Nummer 7. Eigentlich haben Sie es schon geschafft. Jetzt geht es nur darum, Kugelschreiber oder Bleistift. Also welche Art von Stift hätten Sie gerne? Meist eine sehr leichte Entscheidung. Einen habe ich noch, Schritt Nummer 7. Fehlt da noch irgendetwas? Sie haben so viele Sonderhefte, Fahrtenbücher, spezielle Sachen für Lehrer oder. Fehlt noch etwas? Möchten Sie noch was ergänzen? Das ist jetzt zu entscheiden und dann sind Sie fertig. So, das waren die 7 Schritte zu Ihrem perfekten Terminplaner. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen helfen und die Komplexität etwas reduzieren, sodass Sie möglichst schnell und schlank genau zu dem kommen, was Sie gerne hätten. Das ist ja wie beim Auto. Man kauft ja nicht ein Auto irgendwie, sondern muss ja schon genau gucken, wie soll das Auto sein, damit es am Ende ganz genau passt. Und das ist ein schönes Ziel. Aber wenn Sie immer noch nicht genau auf dem Punkt sind und sagen, ah, Sie fühlen sich nicht besonders sicher, wir können auch gerne mal telefonieren. Mir bringt das Spaß. Schreiben Sie eine E-Mail mit Ihren Zeitfenstern, dann kommen wir schon zusammen oder buchen Sie sich einen Termin.